Entschuldigen Sie bitte, sind Sie Herr Sello? Ja. Mein Name ist Köster, ich bin von der Kriminalpolizei. Wir versuchen, den Mord an Alexander Bergemann aufzuklären. Das war der Verlobte Ihrer Cousine, Sie wissen das ja wahrscheinlich. Kann sein. Was heißt kann sein? Kann sein, dass ich es gewusst habe. Aber es interessiert mich nicht. Interessiert Sie es nicht, wie es Ihrer Cousine geht? Nee, jetzt nicht mehr. Früher sind Alice und ich befreundet gewesen, aber es ist alles vorbei, längst. Aber trotzdem schicken Sie jedes Jahr zum Geburtstag eine Schachtel Konfekt. Sentimentale Anwandlung. Wann haben Sie den zum letzten Mal gesehen? Vor ein paar Jahren. Wussten Sie, dass sie heiraten wollte? Wir telefonieren manchmal, daher weiß ich's wohl. Was ist denn das für eine Pflanze? Lantane. Lantane? Das habe ich noch nie gehört. Im Laden sagt man Wandelröschen. Ach, Wandelröschen, ja. Ja, Ihre Cousine behauptet, am Samstag mit der Post eine Schachtel Konfekt erhalten zu haben, von der sie annahm, sie käme von Ihnen. Das Konfekt war mit einem Pflanzenschädlingsbekämpfungsmittel vergiftet. Herr Bergemann aß ein Stück davon und starb innerhalb von wenigen Minuten. Zwei Tage nach ihrem Geburtstag erhielt ihre Cousine wieder eine Schachtel Konfekt, ohne Gift. Diesmal war ein Gruß dabei, von Ihnen. Ich kann Ihren komischen Gedankengängen nicht folgen. Ich habe alles kein vergiftetes Konfekt geschickt. Es wäre doch vollkommen hirnverbrannt gewesen, ihr erst eine Schachtel vergiftetes Konfekt zu schicken und dann noch eine andere hinterher. Na, ich würde es nicht hirnverbrannt finden, sondern clever. Wenn man aus der Zeitung erfahren hat, dass Alicello den Anschlag überstanden hat, schickt man noch eine harmlose Packung Konfekt hinterher. Wäre logisch gehandelt, finden Sie nicht? Dankeschön, Herr Sello. Wiederschauen. Stell dir mal vor, dieser Köster. Wer? Na, dieser Kommissar. War heute bei mir im Büro. Wie der mich behandelt hat. Alicello? Hallo. Hallo. Wer ist denn da?
Telefon. Vera, geh du ran. Bitte. Vaisello? Wer war's denn? Jemand, der aufgelegt hat. Das macht mich vollkommen fertig. Das geht die ganze Zeit schon so. Ich traue mich ja schon nicht mehr ran ans Telefon. Mir hättest du wenigstens die Wahrheit sagen können. Vor allem hätte ich sie der Polizei gleich sagen müssen. Ich Idiot. Vor den Augen der Polizei stehst du jetzt als Lügnerin da. Meinst du, ich weiß das nicht? Aber ich hab's einfach nicht geschafft. Ich brachte es nicht fertig. Ich konnte es nicht. Verstehst du das nicht? Ich schon, aber ob's die Polizei versteht? Sag mir, willst du mir Angst einjagen oder was soll das Ganze? Das ist, wie soll ich sagen, Strategie, sich in die Denkweise des Gegners zu versetzen. Ich will dir doch helfen. Entschuldige bitte, aber davon merke ich nicht viel. Natürlich will ich dir helfen. Dann sag mir bitte, was ich jetzt tun soll. Vielleicht aus dem Fenster springen? Unsinn. Das kannst du gar nichts mehr tun. Du kannst nur hoffen, dass die Polizei den echten Täter findet, den, der dich vergiften wollte. Du, kannst du dir vorstellen? Der Gedanke macht mich ganz wahnsinnig. Dass es da irgendjemanden gibt, der mich umbringen will. Manchmal denke ich, ob es nicht vielleicht doch Werner war. Dein Cousin? Hm. Der arbeitet in der Stadtgärtnerei. Die haben natürlich alle möglichen Gifte. Was hätte der für einen Grund? Weißt du, Werner hat mir damals so eine Art ewige Treue geschworen. Ich habe das damals natürlich nicht ernst genommen. Aber vielleicht war ihm doch ernst damit. Davon hast du mir ja auch nie was erzählt. Als ich Alex kennenlernte, konnte ich Werner plötzlich nicht mehr ertragen. Ich habe Schluss gemacht. Das hat er mir damals sehr übel genommen. Wir können reden, worüber wir wollen. Wir kommen immer wieder auf Alex zu sprechen. Wir beide heute vielleicht glücklicher sein würden, wenn wir ihm nie begegnet wären. Ich bestimmt nicht. Manchmal glaube ich fast, dass ich nie wieder mit einem anderen Mann zusammen sein könnte.